Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Play Victoria 2. Wie wir das letzte Mal festgestellt haben, haben wir es endlich nach über 15 Jahren, wo wir darauf gewartet haben, dass wir endlich Nitroglycerin entdeckt, weswegen wir jetzt endlich den Suezkanal und den Panamakanal bauen konnten. Wir sind außerdem relativ gut, was die Kolonialisierung von Afrika betrifft. Ostafrika ist noch unkolonialisiert, aber wir haben das so abgeschnitten, dass nur wir dort kolonialisieren können. In der Pause zwischen dem letzten und dem jetzigen Let's Play bin ich allerdings drauf gekommen, dass Spanien gerade gegen Äthiopien einen Krieg führt, um Sudan zu bekommen. Und Sudan, wenn ihr euch das auf der Regionenkarte anschaut, ist dieses hellblaue. Und das würde ihnen erlauben, dass sie da unten kolonialisieren, den Spaniern. Und das kann ich eigentlich nicht erlauben. Das heißt, was ich jetzt vorhabe und was ich als absolut erstes mache, ist, ich werde einen Kriegsgrund gegen Äthiopien suchen. Und zwar hätte ich gern selbst den Sudan. Weil die Spanier sind da eh relativ langsam im Erobern. Und mit etwas Glück kann ich den Krieg starten, bevor die Spanier noch irgendwie weiter sind. Dann können wir den Sudan erobern. Und die Spanier schon blöd rein. Hihihihi. So sind wir. So. Den Kriegsgrund haben wir gestartet. Wir haben zurzeit eh keine Infamie, also so gesehen war das mit dem Kriegsgrund eh nicht so schlecht, dass wir das getan haben. Wir werden dann auch gleich eine von meinen Armeen runterholen, nämlich vielleicht diese hier. So, das steht da eh schon gut. Damit wir auch wirklich den Krieg gewinnen können. Ah, na schön. Lang hat das nicht gedauert, bis man uns entdeckt hat. 4,9 Infamie, naja, soll sein. Wie schon gesagt, wir haben eh nicht wirklich. Wir haben eh keine Infamie zurzeit. So gesehen ist das gar nicht so schlimm. Und, aber, haha, dieses Mal haben wir ja Glück. Das ist vielleicht dann doch nicht so schlecht, dass wir noch die Reaktionären drinnen haben, weil die haben Hurra-Patriotismus, da geht das mit dem Krieg rechtfertigen schneller. Gut, unsere Armee ist am Schiff. Das Schiff fährt nach... Oh, nach Suez, wir haben dort einen Kanal. Nein, wir könnten sogar gleich... Ha, wir könnten sogar gleich bis nach Somalia fahren. Nach Seila. Hassrhetorik, das klingt nicht gut. Allerdings dürfte es gut sein. Wir kriegen plus 1% auf Militärkrankenhäuser und minus 5% auf Kriegsmüdigkeit. Ah, verstehe. Wir können unsere Leute mehr aufhetzen gegen die bösen anderen. Deswegen kämpfen sie lieber an unserer Seite. Das muss natürlich positiv sein. Hurra. Naja, gut. Okay. Wir haben es auf jeden Fall entdeckt. Vielleicht sollten wir da auch gleich irgendwelche Forts hinbauen. Wenn wir schon dabei sind. Da nicht. Da aber. Oh, das ist aber schnell gegangen. So, das Schipernakel werden wir wieder zurückschicken. Oder lassen wir es dort? Nein, das lassen wir dort dabei. So, schauen wir mal. Mist. Die sind jetzt doch relativ viele schon. Aber die Äthiopier sind eigentlich auch nicht so wenig. Vielleicht hätten wir Hedgers doch durchlaufen lassen sollen. Na ja, wurscht. Wir finden jetzt eh gleich Krieg gegen die. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät, aber wir sind schon bei 57%. Das wird schon gehen. Gehen wir mal beim Haushalt da noch ein bisschen rauf. Ich glaube, 80% sollte reichen. Äthiopien will durch uns durch. Ja, machen wir doch glatt. Ist eh wurscht. Bald könnt ihr sowieso auf jeden Fall durch uns durch. Höhöhö.
weil wir euch nämlich angreifen werden. Wir sind so lustig. Dürfen wir nicht da rein? Naja, warte, nein. Du bleibst da. Das sind nur 3000 Marks und drei Einheiten. Hey, da haben wir noch was. Warte mal. Was sind denn das für welche? Die fahren am besten daher. Da machen wir auch so einen Treffpunkt und wir bauen dann noch eine Artillerie ein. Das ist gut. Hey. Und noch eine Infanterie. Gut. Das gehen wir auch rauf weiter. Dann werden wir die Steuern ein bisschen erhöhen. Und dann werden wir unsere Schulden, die wir offensichtlich irgendwann mal kurzfristig aufgenommen haben, auch zurückzahlen. Hey, und ich sehe gerade, wir können wieder kolonialisieren. Das ist ja großartig. Das ist großartig, dann machen wir das doch glatt. Was da? Schade, da wo ich wollte letztens, dann können wir nicht mehr. Da hinten kann nur das Osmanische Reich kolonialisieren, das lassen wir vielleicht noch. Machen wir hier. Machen wir Djibouti. Das kostet sicher nicht so viel Kolonialmacht, das zu erhalten. Außerdem vielleicht verlangen wir neben Sudan dann auch noch Eritrea. So, wie ist das mit dem Kriegsgrund? 84%, noch 18 Tage, passt. Hey, das ist ja super, die gewinnen sogar gegen die Spanier. Ist das cool. Spanier sind schon ziemliche Nüsse. Dass sie gegen Äthiopien verlieren, ist irgendwie traurig. Ah, sie verlieren eh nicht, schade. Schade eigentlich. Gut. Wieder mehr Liberale. Wie viele mehr? 0,47% ist nicht viel. Na gut, durch den Krieg werden wir wahrscheinlich eh wieder auf Militanz 5 steigen. Und Terroristenzellen sind jetzt auch möglich. Das ist gut. So, dann werden wir doch glatt den Krieg erklären. Wir hätten gerne Sudan. Ohne Bündnispartner schaffen wir das. Dann brauchen wir uns da wenigstens nicht mehr drum kümmern. Ha, und Geschäftsvorschriften. Jetzt machen wir mal wieder mal was in der Armee. Vorderlader 4400, das dauert sicher nicht so lange. Weil Geld müssten wir jetzt mehr als genug haben. So, wir belagern uns dadurch einmal bis zur Hauptstadt als erstes. Wenn wir die Hauptstadt haben, können wir vielleicht schnell einen Frieden schließen. Okay, Khartoum belagern wir auch.
Das heißt, wir werden da mit kleinen Truppenkörpern, wenn wir dann den Sudan belagern. Hervorragend. Die holen sich da die spanischen Gebiete zurück. Das heißt, die kämpfen vor allem gegen Spanien. Wenn wir mal Gonda haben, also die Hauptstadt, dann werden wir schauen, dass wir möglichst viel im Sudan belagern. Was? Shit. Das ist ärgerlich. Ziehen wir da zurück. Dann müssen wir da die Kolonie gründen als erstes. Und am Haare müssen wir verlangen. Das können wir auch gar nicht mehr füllen. Das müsste eigentlich wegfallen jetzt. Mit den Sudan kann ich nicht mehr füllen. Ach Gott, ist das elend. Nur. Na gut, dafür können wir da wieder was Neues machen. Machen wir die Sachleistungen im Gesundheitssystem. Puh, Militant 6. Bist du wahnsinnig? Die Leute mögen das überhaupt nicht, dass wir keinen Krieg gewinnen. Ah, und unser Prestige ist dadurch auch gesunken. So ein Dreck. Wir waren zu langsam. Wir hätten mehr im Sudan erobern sollen, nicht versuchen sollen, seine Hauptstadt zuerst zu erobern. Mist. Und jetzt haben wir noch dazu das Problem, dass wir da gegen Spanien ankämpfen müssen. Na gut, soll sein. Hey, wieso habe ich jetzt so viel Dings? Ah, ich habe ein paar Marinestützpunkte gebaut. Das ist ja spitze. So, schauen wir mal. Was können wir denn? Können wir jetzt Schlachtschiffe eigentlich schon bauen? Yes. Viermal Schlachtschiffe, das könnten wir jetzt bauen. Die sind recht stark schon. Angriff 10, Rumpf 20. Oder Panzerschiffe. 15, 15. Nein. Schlachtschiffe, das sind zwar kleinere Schiffe. Schätzt die Kosten für Güter. Das ist jetzt nicht so tragisch. Was können die Vorratsgewicht 3? Wow. Teuer sind die auf jeden Fall. Puh. Na gut. Bauen wir die 4 mal. Das wird uns noch mehr Kolonialmacht bringen. Und zwei Generäle. Hm.
Großschiffbekämpfer. Was mag das wohl sein? Dies bedeutet ein paar kleiner Großkampfschiffe. Warte mal, was sind kleine Großkampfschiffe? Das ist ein, wie sagt man? Pleonasmus? Nein. Ich bin mir nicht sicher, wie man dazu sagt. Auf jeden Fall ist es dämlich, Großkampfschiffe zu sagen. Na gut. Da schauen wir mal. 25.12. Na gut. Mit etwas Glück kann sich Spanien keine Kolonien leisten. Venedig. Wieder eine kleinere Revolution. Na, sehr was. Achso, wartet mal. Apropos kleinere Revolution. Euch sollten wir natürlich wieder zurückbringen. Da unten brauche ich euch echt nicht. So. Und so, dass die circa gleichzeitig dort sind. Gut, dann lassen wir mal das Geld für die Armeen so hoch. Wow. Okay, das geht aber schnell. Wir kümmern uns da schon recht flott um diese Truppen. Bam. Diese Schlacht ist schon sehr einseitig. Autsch. Da bleibt kein Auge trocken. Gut, die mögen uns alle noch. Ist uns egal, die dürften investieren in uns. Beziehungen verbessern. Und Beziehungen verbessern. Gut, schauen wir mal, wie schaut das aus? Kommen wir in Portugal weiter? Nö. Nicht gut zumindest. Ich glaube, die. Gut. Gut, unsere Truppen bringen wir wieder zurück. Nein. Die Spannungen lassen wir zu. Vorderlader, Details. So, was machen wir als nächstes? Haben wir. Na, jetzt ist das nicht mehr so gut. Kultur, Industrie, natürlich Industrie. Wir werden weiter in die Industrie gehen. Wir bauen wieder mehr Eisenbahnen. Wir brauchen mehr Industrie. Oh. Jetzt habe ich mich angehört. Das war sehr klug von mir. So, apropos, wir brauchen mehr Industrie. Vielleicht werden wir jetzt hergehen und diese Typen ersetzen durch irgendetwas Industriefreundlicheres. Oh, was wollen die? Die haben wieder laissez-faire. Laissez-faire ist schrecklich. Da dürfen wir maximal 50% Steuern verlangen. Aber dafür sind Fabriken viel, viel günstiger und sie produzieren besser. Am liebsten wären wir die Sozialisten da. Ja, eigentlich auch nicht. Die sind pazifistisch. Ich hätte gern volles Bürgerrecht.
Es ist gut für die. Ja, okay, versuchen wir es halt. Das letzte Mal sind wir zwar extrem dagegen gekracht mit denen, weil die Steuern so niedrig waren und weil wir recht wenig investiert haben in sowas, damit wir halt das Heer weniger stark unterstützen. Die werden das schon vertragen irgendwie. Gut. Wie schaut das aus? Haben wir noch ein Plus? Okay, auf jeden Fall, wir können auch da den Wehretat nicht mehr so hochstellen, weil die antimilitärisch eingestellt sind. Na, vielleicht geht sich das ja aus. So, außerdem können wir Portugal zu herzlich machen. Das ist nicht gut. So, das Schippernackel schicken wir zurück nach Sench. Machen wir das jetzt am blödesten? Wir könnten natürlich da ein paar Abstriche machen. 85% bei den Lehrern zurück. Ah, die 81 bleiben aber. Wir könnten Zölle erheben. Unsere Leute sind eh entlastet durch die niedrigen Steuern. Da könnte man auf zumindest 5% Zölle gehen. Ach, mir fällt da gerade was auf. Ich habe ja da noch diese Truppen. Na, ach Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin so ein Idiot. Ich hoffe. Ich sollte nicht. Ach Gott, so spät ist es noch gar nicht. Jetzt habe ich die gelöscht. Echt jetzt? Ach Gott. Dann muss ich nochmal bauen. Schau an. Viele, viele Truppen plötzlich möglich. Ah, da unten gibt es auch noch welche. Na gut, soll sein. Schauen wir mal, was sind das für welche? Zwei Infanterie, einmal Dragoner. Na gut, da brauchen wir mal eine Artillerie. Noch eine Infanterie. Da brauchen wir mal Pioniere. Noch eine Infanterie, dann haben wir vier Infanterien, eine Artillerie, dann haben wir die Artillerien voll, einen Husaren, dann haben wir die Pferden voll und noch eine Infanterie und damit haben wir eine volle Kolonialarmee. 10 Einheiten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Kostet uns ein bisschen Geld, aber wir haben es ja. Naja, eigentlich haben wir es nicht. Und schon wieder ein Konflikt im Osmanischen Reich, und zwar schon wieder Bulgarien. Nostalgische Romantik. Kriegsmüdigkeit geht runter, aber die reaktionären Rebellen werden stärker. Na, servus. Ah nein. Ja, doch. Ja, aber wir werden sie trotzdem nicht unterstützen. Wie schon gesagt, ich mag grundsätzlich, dass das Osmanische Reich schwächer wird, aber ich mag das Risiko nicht selber eingehen.
Vor allem, wenn ich das mache, vielleicht kommt Frankreich auf meine Seite, aber Preußen ist auf jeden Fall auf der gegnerischen Seite. Und Großbritannien entscheidet sich dann sicher auch nicht für mich. Die sind so gemein. So, jetzt sind wir sogar schon wieder von den USA überholt worden. Das haben wir gut gemacht. Prestigemäßig sind wir auch auf den dritten Platz wieder zurückgefallen. Ach Gott, das war eine miese Aktion, war das da in Äthiopien. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, rein flächenmäßig ist Frankreich sogar größer bald als wir. Aber die haben da halt hauptsächlich Wüste. Das ist halt nicht so interessant wie der Dschungel, den wir haben. Ein toter General, der gehört natürlich ersetzt durch den Horst von Hartmann. Nein. Hermann von Hohenlohe? Auch nicht. Hugo von Baden? Nö, nö, nö. Oh, das schaut schon gut aus. Nein. 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 Gibt's da nicht irgendeinen Gescheiten? Der ist gut. Den nehmen wir. Stefan Schobber. So, schauen wir mal. Haben wir da noch viele rote Gebiete? Ja. Das sollten wir langsam anfangen, die roten auszumustern. Also die nicht erhaltenen. Da haben wir zum Beispiel eine Artillerie. Da haben wir noch zwei Einheiten. Da haben wir sogar noch drei Einheiten. Infanterie, Pionier und Husar. Machen wir das als erstes. So, was fehlt euch noch? Euch fehlt noch ein Dragoner. Den bauen wir da mal her. So, und euch fehlt jetzt noch was? Eine Infanterie und ein Pionier und ein Husar. Dann schauen wir mal Tschechen, Deutsche. Da brauchen wir mal den. Ein Husar haben wir gesagt und ein Pionier. Passt. Na gut. Hätten wir da ein wenig die Truppen ausgebessert. Wieder kein Geld. Was sind das für manche? Ein Goldhemd. Können wir die aufhalten? Nein, wir dürfen da nicht rein. Achso, das ist der Vatikanstaat, deswegen. Ich dachte, das ist einer von meinen kleinen Staaten. Oh, die sind ja eh mehr als ausreichend ausgerüstet im Vatikanstaat. Die kümmern sich schon um irgendwelche Rebellen. Italien muss jetzt nicht unbedingt entstehen an unserer Grenze hier. Das ist fast genauso schlimm, wie wenn Deutschland entstehen würde. Die Kommanditgesellschaft. Das hat meine Tochter letztens gelernt, was das ist. Eine. Sie war total begeistert davon. Ich glaube, sie weiß noch immer nicht, was es genau ist. Ich auch nicht. Aber ich glaube, wir können auch leben ohne dieses Wissen. Auf jeden Fall, wir können sie jetzt gründen in Österreich. Seit November 1877. Hervorragend. Wir haben wieder eine Militanz verloren. Wow, wir sind schon wieder bei fast 5 Militanz. Bist du wahnsinnig? Na, vielleicht bei 5 Militanz müsste es möglich sein, dass man wieder eine. Dass man, glaube ich, wieder.
eine Reform durchbringen. Oder auch nicht. Ha, doch. Ich wusste es doch. 5 Militanz reicht. Gut. Mehr Sozialhilfe, mehr Schulsystem. Schulsystem ist gut. Schulsystem ist großartig. Das wird nämlich unsere Alphabetisierung noch weiter verbessern. Apropos Alphabetisierung, wir sind bei 52,8%. Wir können uns das jetzt mal ganz kurz da bei der Statistik anschauen. Wenn wir uns da die Alphabetisierung anschauen, haben wir mittlerweile Großbritannien überholt bei der Alphabetisierung und auch Belgien. Also Belgien ist die eigentlich eine ziemlich starke Industriemacht in dem Spiel und sollte eigentlich stärker da sein. Das heißt, wir sind auf dem besten Wege, auch auf Preußen und Frankreich aufzuschließen, die bei 60-70% sind. Ich weiß nicht, ob wir in dem Spiel 100% schaffen, aber wir werden zumindest knapp an Frankreich und Preußen rankommen, hoffe ich. Die ganzen italienischen Staaten überholen wir jetzt gerade alle. Nicht alle. Modena ist besser. Und Lucca. Aber die sind eh mit mir verbündet, also so gesehen passt das schon. Na gut. Wir haben noch ein paar Tage, dann haben wir unsere nächste Kolonie. Und wenn wir die gebaut haben, werden wir dieses Let's Play für heute wieder aufhören. Kolonie, 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 Kolonie. Ha, Kolonie. Was? Bauen wir gleich eine neue, nämlich da oben, die libysche Wüste. Da könnte uns auch noch jemand vorbauen. Aber eigentlich sollten wir durch das, dass wir Spanien da jetzt abgeschnitten haben, vor Spanien auch Ruhe haben. Und in 2 Tagen sollte Djibouti fertig sein. Tatsache. Yes, Djibouti. Wir können keine neue gründen. Aber unsere Schiffe sind ja eh bald fertig. Und was werden wir in Djibouti machen? In Djibouti werden wir natürlich einen Marinestützpunkt bauen. Und ein Fort. Für alle, die es nicht wissen sollten, Djibouti ist ein großartiges Land. Besteht praktisch ausschließlich aus vulkanischer Wüste. Und heutzutage, also grundsätzlich kolonialisiert wurde es offensichtlich von Frankreich. Denn die Wirtschaft, die Hauptwirtschaft von Djibouti ist ein französischer Militärstützpunkt, der hier steht. Na gut, meine Damen und Herren, Freunde, Zeitgenossen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir werden uns hoffentlich morgen wiedersehen oder hören. Bis dann.